Hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder Kurzwissen im Walde. Und zwar das Moos hier, dieses, jenes, das da, das schöne Frauenhaarmoos. Seht ihr, das war's. Okay, macht's gut. Tschüss. Natürlich nicht so kurzes Kurzwissen. Erstens, entschuldigt kurz, dass ich so aussehe, wie ich aussehe und etwas fertig und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass ich irgendwelche Löcher in den Wald graben würde. Sowas würde mir im Traum nicht einfallen. Und ich habe auch keine geheimen Projekte vor, für die ich Löcher im Wald brauche, keinesfalls. Aber zurück zum Moos. Tatsächlich ist das trotzdem das schöne Frauenhaarmoos und sieht wirklich so aus. Das können wir tatsächlich relativ kurz behandeln. Es ist ein absolutes Allerweltsmoos. Man findet es in jedem sauren Wald. Fast jeder Wald ist ein saurer Wald. Deshalb findet man in fast jedem Wald das schöne Frauenhaarmoos. Wenn ihr wisst, dass ihr keinen sauren Standort habt, also euer Boden eigentlich nicht sauer ist, dann geht doch einfach mal in den nächsten Nadelwald. Denn Nadelstreu ist auch sauer und auf saurer Nadelstreu wächst dann auch das schöne Frauenhaarmoos. Erkennen ist es ganz einfach daran, dass es eben so einzelne kleine Stämmchen, Moosstämmchen bildet und tatsächlich die einzelnen Moospflanzen voneinander gut getrennt sind. Das bei den vielen, vielen anderen Moosen, die wachsen ja eher so flächenhaft, ist das nicht so. Hier schon. Es ist damit ein evolutionär gesehen sehr fortschrittliches Moos. Erstens durch diese Individualisierung, wenn man so möchte, und zweitens, weil es schon quasi eine Wurzel hat, also nicht wirklich eine Wurzel, quasi einen Stamm. Zwar auch noch nicht ganz wirklich, aber im Prinzip sowas in der Art. Also es erfüllt die Funktion eines Stamms, so mehr oder weniger. Und es hat auch wirklich einzelne Blätter, die auch wie Blätter angeordnet sind. Sind natürlich auch noch keine Blätter wirklich, weil es ist ja ein Moos. Das habe ich euch im Moos-Video alles erklärt. Und damit wäre das Wesentliche zu dem Ding auch gesagt. Ein recht hübsches Moos, einfach zu finden und heißt schönes Frauenhaarmoos, weil wenn es, ja, blühen kann man ja bei Moosen auch wieder nicht sagen, wenn es gerade Sporenträger hat, dann sind die an so einem gelben, nach oben wachsenden Haar, wie man es so nennen möchte, das in der Sonne schön schimmert. Und wenn man also ein ganzes Feld von diesem Moos hat und überall sind diese blonden Haare oben an dem Moos dran, die in der Sonne schön schimmern, da hat sich der Namensgeber dieses Mooses wohl gedacht, das sieht doch aus wie Frauenhaar. Schönes Frauenhaar. Und deshalb ist das jetzt das schöne Frauenhaarmoos. Ja, man sollte wirklich diese ganzen Pilze im Wald nicht immer essen. Das ist nicht gut, besonders wenn man Pflanzen benennen soll. Wie dem auch sei, schönes Frauenhaarmoos. Polytrichum famosum oder famosa, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber Polytrichum jedenfalls. Es gibt noch ein zweites, das wäre das einzige Ding, mit dem man das verwechseln kann, das gemeine Frauenhaarmoos, das Polytrichum commune. Das wächst aber nur bei Mooren oder an Mooren, so da in der Richtung halt. Das werdet ihr im normalen Wald nicht finden. Wenn ihr hingegen bei Moor unterwegs seid und findet, was das fast so aussieht wie das, dann ist es wahrscheinlich Polytrichum commune. Und damit sind wir zu dem Moos auch durch und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.